Herzlich willkommen bei Knit and Shine. Mein Name ist Biggi und ich wohne in Wien. Und ja, warum ich mich jetzt schon 3 Wochen nicht mehr gemeldet habe, was sehr ungewöhnlich ist für mich eigentlich, ist, wie ihr schon hört, nicht nur meine Stimme, sondern einfach die Verkühlung, die mich jetzt schon seit 2,5 Wochen begleitet. Und der Husten, der noch immer nicht weg ist. Also ja, ich war heute zwar den zweiten Tag wieder arbeiten, aber trotzdem bin ich noch verschleimt und muss ab und zu husten. Also ich hoffe, dass das nicht allzu störend sein wird und eventuell muss ich dann was rausschneiden, wenn es zu schlimm wird. Aber gleich mal ein Test. So, ja, so, jetzt ging es wieder ein bisschen besser. Ich hoffe, ja, wenn nicht, muss ich das unterbrechen und dann vielleicht auch morgen fortsetzen. Es tut mir leid, aber ja, mich hatte wirklich so ein grippaler Infekt erwischt. Anfangs mit erhöhter Temperatur und dann mit Gliederschmerzen, Kopfschmerzen, Husten und Schnupfen eben. Halsweh eigentlich nicht, aber ja, ich war 2 Wochen im Krankenstand und nach den ersten beiden Tagen, als ich dann im Bett wieder sitzen konnte, habe ich natürlich, wie kann es anders sein, schon wieder gestrickt. Und deswegen ist auch relativ viel entstanden in der Zeit. Ja, was ich euch heute alles zeigen möchte, da ist einiges fertig geworden und da ist wieder einiges auf den Nadeln und da gibt es auch wieder einige Pläne. Aber vor allem, was ich heute nicht vergessen möchte, was ich das letzte Mal dann leider gemacht habe, ist auf 2 Dinge zu sprechen zu kommen. Einerseits meine Taschen, die hier stehen, und andererseits über Linkshändigkeit möchte ich auch kurz sprechen, beziehungsweise eigentlich eher Fragen dazu stellen. Aber vorhin möchte ich mich nochmal bedanken für alle eure netten Kommentare fürs letzte Video. Da waren ja wieder ziemlich viele und ich denke, ich habe alle beantwortet. Ich hoffe, zu eurer Zufriedenheit. Falls mir der eine oder andere durchgerutscht ist, bitte seid mir nicht böse, nehmt es mir nicht übel, sondern schreibt es mir einfach noch einmal, wenn da vielleicht Fragen gewesen wären, die ich nicht beantwortet habe. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen habe ich es bei allen getan. Und ja, also ihr seid wie immer ganz, ganz großartig in euren Kommentaren und ihr ermutigt mich einfach immer wieder weiterzumachen. Und das ist einfach sehr schön. Und ab und zu muss ich heute auch einen Schluck trinken, einen Schluck Thymian-Tee noch. Aber ich denke, das ist auch nicht so schlimm. Ja, und was ich heute trage, ist der Ringelboxi. Der Ringelboxi von Nicolor oder Nicola Susan heißt sie ja. Und der ist in 3 Farben gestrickt. Ich habe euch den das letzte Mal eigentlich schon fertig vorgestellt und alles erklärt. Nur mal kurz, man beginnt hinten im Nacken und man macht hier Zunahmen. Man hat hier auf der Schulterlinie jeweils Zunahmen auf beiden Seiten, auch hier. Und strickt eigentlich relativ weit in Reihen, nämlich bis daher, wo für die Ärmel dann das Armloch auch fertiggestellt wurde. Und wo man dann wirklich dann hier endlich in Runden stricken kann, den Rumpfteil und die Ärmel. Also das ist das Einzige, was mir weniger gut gefallen hat, dass ich so lange hin und rück reinstricken musste. Ansonsten bin ich mit dem Schnitt ja sehr zufrieden eigentlich und ja, ich stehe jetzt mal kurz auf, um euch das Ding in ganzer Pracht zu zeigen. Dafür schiebe ich das etwas zurück. Ja, also hier seht ihr, es ist nicht sehr lang und hat hier ein etwas längeres Bündchen. Das habe ich ja geändert. Das wäre eigentlich das Bündchen wäre über diese ganze Länge gegangen, aber kein 1:1 oder 2:2. Rippenbündchen, sondern ein bisschen anders. Auch bei den Ärmeln habe ich viel mehr glatt rechts gestrickt, als es eigentlich sein hätte sollen. Ja, sonst die Ärmelabnahmen, glaube ich, habe ich auch ein bisschen anders gemacht. Ah ja, das habe ich euch aber letztes Mal genauer erklärt. Und falls ihr nochmal daran interessiert seid, dann bitte schaut euch das letzte Video an. Ich möchte mich jetzt da nicht nochmal wiederholen. In Anbetracht dessen, dass es wahrscheinlich ohnehin wieder länger wird, weil ich so viel zu zeigen habe. Ja, was ich noch sagen wollte, ist, da, also
Nach der Anleitung hätte ich noch weiter in diesem Blau stricken sollen, ein paar Reihen noch, ich weiß jetzt nicht genau wie viele. Vielleicht wäre das dann insgesamt hier schöner gewesen, dass diese Linie da vom Ärmel hier gerade rüber verläuft. Wobei, wenn ich mir das Bild von Nicolas auf der Anleitung oder ich glaube auch auf den Ravelry-Fotos ansehe, dann ist das eigentlich auch so, dass hier so ein Versatz ist, so eine Stufe. Und so viel hätte ich, glaube ich, gar nicht mehr stricken sollen. Aber ich habe es trotzdem kürzer gemacht und habe mit den Ringeln schon weiter oben begonnen. Ja, also ich finde ihn wirklich sehr bequem, weil er sehr, sehr weit ist und um die Ärmel aber schmal und weil er sehr angenehm ist. Das ist ja, also das Blau und das Orange, das ist beides die Drops Flora und das Mauve-farbene ist die Drops Alpaka. Richtig, und ganz gestrickt habe ich mit Nadel Nummer 3, also es ist recht dünn und jetzt für den Übergang, Entschuldigung, gut geeignet. Was ich euch noch kurz sagen will, ist vielleicht hier beim Bündchen unten, dass sich das trotzdem jetzt ein bisschen aufwölbt, gerade da vorne, weil beim Sitzen ist das natürlich gerade die Höhe, wo es abgeknickt wird, nach oben gestülpt wird und deswegen ist, ja, wenn man es ausstreicht, bleibt es schon unten. Es war ja, wie gesagt, nach dem Stricken hat es sich extrem nach oben gerollt und eigentlich nur durchs Waschen und glatt auslegen und ich habe es mit Stecknadeln festgelegt, ist es dann schon glatter geworden, aber leider noch nicht ganz und ich glaube, das wird sich auch nicht geben, es wird immer ein bisschen hochklappen. Ja, soweit zu dem Ringelboxi, ist eine schöne Anleitung, man kann ja das Stricken mit jedem Garn, eigentlich mit jeder Nadelstärke, für jede Größe, das ist so eine Anleitung, wo man ein bisschen rechnen muss, aber nicht allzu viel und dann hat man seinen eigenen Faktor, mit dem man dann alles berechnen kann. Genau, gefällt mir gut. Und was ihr dann hier noch seht, ist das nächste fertige Projekt. Das ist der Domino von Knitting for Breakfast, dem italienischen Schwesternpaar, für die ich das als Teststrick gestrickt habe. Und ja, zeige euch das jetzt nochmal hier in ganzer Größe. Und vielleicht wundern sich manche, weil ich das letztes Mal ja den Anfang schon hier gezeigt habe und der hat etwas anders ausgesehen. Da blende ich euch hier ein Foto davon ein. Ich hatte nämlich eine ganz andere Wolle eigentlich verwendet und wie ihr hier seht, war ja das am Anfang schon ganz unmöglich. Ich habe es hergezeigt im Video und habe mir nicht weiter was dabei gedacht, aber dann nach dem Video habe ich es nochmal genauer betrachtet und ebenso aufgestellt und es ist wirklich stehen geblieben, also es sieht ja aus wie ein kleiner Vulkan und na, dann habe ich denen geschrieben und habe gesagt, na leider mit der Wolle geht das nicht und überhaupt finde ich, dass die ja noch woanders noch Zunahmen hätten stattfinden sollen und ich probiere es jetzt mal mit anderer Wolle, weil sie auch gemeint haben, ja sie warten einmal auf Rückmeldungen von anderen Testern und ja, in der Zwischenzeit, so lange wollte ich nicht mehr warten, habe ich mir dann eben andere Wolle besorgt und ich habe euch ja das letzte Mal auch das in die Kamera gehalten oder zumindest das eine davon, das ist nämlich von Etna, die Ragitenzel, eine Sockenwolle und die drei Farben hatte ich schon und ich habe dann von der noch eine geschenkt bekommen von Etna, genau. Ja, und ich finde, die drei Farben passen eigentlich sehr gut zusammen und ich habe dann gedacht, okay, die könnte ich eben für den Domino verwenden, aber ich bräuchte dazu noch eine Grundfarbe. Und nachdem die erste Wolle, mit der ich es versucht habe, schon bestellt war und auf die ich schon eine Woche gewartet hatte oder länger und das dann nicht funktioniert hat, habe ich gedacht, ich will jetzt nicht nochmal was bestellen und wieder lang drauf warten. Also der Teststrick hat ja ein Ende, nämlich jetzt am 20. März. Also vielleicht wird es dann am 20. oder 21. veröffentlicht, die Anleitung, das weiß ich nicht. Aber der Teststrick sollte bis zum 20. März laufen. Auf jeden Fall bin ich zum Müller gegangen und habe geschaut, was es dort gibt und habe dann dort das gefunden von Lana Crosser Basics. Die Merino Plus,
Das ist 50% Merino und 50% Polyacryl. Und 50 Gramm haben 160 Meter. Und es wird als Maschenprobe angegeben, 21 Maschen, wenn man mit Nadeln 4 oder 4,5 strickt. Wobei ich jetzt mit diesen Angaben in letzter Zeit überhaupt nicht zurechtgekommen bin. Also ich verstehe manchmal gar nicht, wie die auf solche Angaben kommen. Auf jeden Fall, ich habe es dann mit Nadeln 3,5 gestrickt und bin auf 21 Maschen gekommen. Und ich bin eigentlich keine Lockerstrickerin, ja. Also früher habe ich immer sehr fest gestrickt. Mittlerweile bin ich, würde ich sagen, auf einem normalen Wert. Wobei ich nach wie vor manchmal, wie ihr dann später auch noch sehen werdet, da meine Probleme habe mit der Spannung. Aber naja, also 4 bis 4,5, 21 Maschen, und ich hatte bei 3,5 dann 21 Maschen. Wobei für den Teststrick eigentlich 23 angegeben waren. Und im Colorwork, hier in dieser Rundpasse, bin ich auch auf 23 gekommen. Nur dann im Glatt rechts bin ich nicht auf kleinere Nadeln gegangen, und da ist es dann größer geworden. Wobei ich auch nicht das Maschenbild enger haben wollte. Also es ist hier im Glatt rechts gerade so, dass es flauschig ist, und es wäre mir sonst einfach zu fest geworden. Das wollte ich nicht. Naja, also von Anfang an nochmal. Man beginnt hier mit einer Kontrastfarbe beim Bündchen. Jetzt muss ich meinen Tee ein bisschen aus dem Weg stellen. Und hat hier ein besonderes Rippenmuster. Wieder mal. Und dann geht es weiter mit verkürzten Reihen. Und bevor man die verkürzten Reihen strickt, hat man hier Zunahmen. Ja, da sieht man die verkürzten Reihen. Davor hier, nach dem Bündchen, sind eben Zunahmen. Und dann kommen keine Zunahmen mehr. Und das denke ich, ich habe das auch angegeben jetzt bei meiner Rückmeldung an die beiden Damen, dass man da eigentlich nochmal Zunahmen machen sollte, denn die nächsten Zunahmen sind erst hier nach den ersten zwei Kästchen rein, ja. Und deshalb ist, glaube ich, beim ersten Versuch das dann so hoch gestanden. Natürlich, die Wolle war noch fester, das Strickbild war noch fester, aber ja, um das hier dann zu vermeiden, habe ich diese zwei ersten Kästchenreihen oder Kästchenpartien mit Nadel Nummer 3,75 gestrickt. Also ursprünglich sind ja angegeben, glaube ich, 3,5 fürs Bündchen und 4 für den Körper. Sie haben übrigens die Cardiff Kaschmir verwendet, also die ja sehr, sehr teuer ist, um es mal so zu sagen, ja, und die ich nicht verwenden wollte. Aber sie haben das ja freigelassen. Ich habe das Bündchen mit 3 gestrickt und bin dann hier wie gesagt, in diesen ersten zwei Kästchen Sektionen auf 3,75 gegangen, damit das nicht wieder so eng wird, weil da eben keine Zunahmen sind. Und dann habe ich das restliche Colorwork und eigentlich den ganzen Körper mit 3,5 gestrickt. Ja. Also da bin ich auf 23 Maschen gekommen, da dann nicht mehr, dann auf 21. Und die Abschlussbündchen habe ich dann wieder mit Dreiernadeln gestrickt. Ja, das ist auch hier unten so, dieses besondere Bündchen, was mir eigentlich sehr gut gefällt. Und ich muss sagen, im Großen und Ganzen gefällt er mir ohnehin gut. Nur er ist leider wahrscheinlich jetzt für die Jahreszeit schon wieder zu warm. Genau, habe ich gesagt, das ist die Tencel Raggi, eine Sockenwolle mit Tencel. Ich glaube, ich habe jetzt keine Banderole da, aber die dürfte, hat die 35% Tencel und 65% Wolle. Möglicherweise. Auf jeden Fall hat sie kein Polyacryl und ist irgendwie als Sockenwolle, denke ich, ziemlich unelastisch. Ja, also, ja, wenn ich das so halte, da geht nicht viel, da dehnt sich nicht viel. Ja, und das Muster gefällt mir gut. Das Colorwork war auch relativ einfach zu stricken. Ich habe bis hierher ungefähr, glaube ich, gar nicht eingewebt, aber dann bei den größeren Partien schon. Also da hat man dann schon viele Maschen in der gleichen Farbe, da habe ich dann schon eingewebt.
Ich habe Größe L gestrickt übrigens und ja, habe mich auch bei den Ärmeln genau an die Abnahmen gehalten. Man hätte den Rumpf noch länger stricken können, aber ich finde, er hat jetzt eine schöne Länge, weil das so breit ist, ist das jetzt wieder ziemlich boxy und denke ich, das passt jetzt von der Länge. Und falls es das nächste Mal nicht wirklich zu warm ist, dann werde ich ihn das nächste Mal im Video anziehen und dann könnt ihr ihn dann in seiner ganzen Pracht betrachten. Ja, nochmal kurz ein Blick. Ich glaube, dass der eigentlich trotzdem schön geworden ist und ich bin mal gespannt, ob sie was ändern jetzt an der Anleitung, weil ich ihm gemeint habe, dass hier doch nochmal Zunahmen gehören, damit das dann nicht zu eng wird. Oder vielleicht ändern sie das auch so, wie es ich gemacht habe, dass sie sagen, verwende hier eine größere Nadelstärke. Ja, also wie gesagt, wenn es nicht zu warm ist, werde ich euch den dann nächstes Mal an mir getragen zeigen. Gut, dann ist noch einiges fertig geworden und zwar sage und schreibe 5 Paar Socken. Ja, also ich übertreibe nicht, wobei ich schon ein bisschen angebe damit. Ihr werdet gleich sehen, warum. Also, das erste Paar, ich weiß gar nicht, ich glaube, ihr kennt sie alle noch nicht. Das erste Paar, das ich das letzte Mal vergessen habe, euch zu zeigen, ist dieses. Ja, also wie ihr wisst, ich stricke jetzt im Moment ganz viele Stinos. Oder Stinos, stinknormale Socken aus einem bestimmten Grund, den ich aber noch nicht verraten kann. Und das habe ich, glaube ich, auch letztes Mal unterschlagen. Da war eine schon zumindest begonnen. Ich weiß nicht genau welche, aber ist egal. Und obwohl die jetzt wirklich stinknormal aussehen, haben die doch eine kleine Besonderheit. Also ich habe mit einem 1 zu 1 Bündchen begonnen und dann glatt rechts runter gestrickt. Und eine Bumerang-Ferse gestrickt. Und ich dachte aber, vielleicht hat die Person, für die die sein sollte, einen etwas kräftigeren Knöchel und einen etwas höheren Rist. Und vielleicht ist eine normale Bumerang-Ferse zu klein und ich sollte Maschen zunehmen. Und öfters habe ich das dann so gemacht, dass ich hier dann einen kleinen Zwickel gestrickt habe. Aber diesmal habe ich mir gedacht, warum eigentlich auf der Seite? Ich könnte es auch vorne machen. Und ich könnte auch vorne das gleich mit einem kleinen Muster verbinden. Und das sieht jetzt so aus. Also ich hoffe, dass ihr das sehen könnt, dass hier in der Mitte ein kleines Rechts-Links-Muster ist, nämlich so ein wie eine kleine Raute. Und ich habe nicht nur Rechts-Links-Maschen gestrickt, sondern ich habe auch welche zugenommen und dann wieder abgenommen. Und das habe ich dann wiederholt, nicht mit Zunahmen, sondern nur mit dem Rechts-Links. Auch hier ist eine kleine Raute und hier, ich glaube aber leider, sieht man es bei dem Licht gar nicht so gut. Wenn ich noch näher komme, ja, jetzt sieht man zumindest die linken Maschen. Da sieht man es am besten. Ja, und das hat eben den Effekt, dass es hier dann um den Rist herum weiter ist. Ich glaube, ich habe da insgesamt 5 Maschen oder 7 Maschen zugenommen. Und die dann eben auch wieder abgenommen, wobei die eine dann abzunehmen irgendwie nicht so leicht ist, weil wo tut man die hin, rechts oder links? Man wird es auf jeden Fall sehen und die habe ich dann unten abgenommen. Genau, und dann bin ich wieder auf die 60 oder 56, nein, ich glaube, ich habe mit 56 gestrickt gekommen und zum Schluss dann eine Bandspitze. Ja, sonst ist da nichts Besonderes, außer dieses Muster, das hier dann am Oberfuß ganz leicht zu erkennen ist, aber es ist wie gesagt nicht nur zu erkennen, sondern es hat auch einen tieferen Sinn. Ja, das zweite Paar Socken, das ist übrigens Opal-Abo-Sockenwolle und auch das zweite Paar ist aus dem Opal-Abo, ich glaube aus dem letzten gewesen, das sind diese grünen Ringelstreifen, die ja ganz lustig ist, die Wolle. Und ja, also da habe ich gar nichts Besonderes gemacht, außer eine nachträgliche Ferse. Deswegen ist die Ferse auch unterschiedlich und überhaupt sind die Ringel unterschiedlich. Also ich wollte das absichtlich anders machen. Genau, eine nachträglich eingesetzte Ferse, die dann gestrickt wird wie eine Bandspitze. Und eben die Bandspitze ist auch dran und das Ganze gibt es zweimal. Auch die sind fertig. Und dann ist noch ein großes Sockenpaar fertig. Allerdings bin ich da ein bisschen am Zweifeln. Also, ich zeige es euch mal kurz. Auch das ist Opal-Sockenwolle. Und
Da habe ich dann mit 60 Maschen gestrickt, auch ein 1 zu 1 Bündchen und eine verstärkte Herzchenferse habe ich da gemacht, eben auch unten an der Sohle die Verstärkungen mit den abgehobenen Maschen und sonst auch nichts Besonderes mit der Bandspitze und auch die zweite. Und als ich dann die zweite zur ersten dazugehalten habe, dachte ich, das gibt's doch nicht. Wieso ist die zweite kleiner als die erste? Ich hatte Reihen gezählt, ich habe nochmal die Maschenanzahl gezählt. Ich habe mir gedacht, wie kann das sein? Die war um 2 cm kürzer und auch etwas enger. Und das Enge ist noch immer. Also da ist es jetzt gleich und da seht ihr, ja, wie es darüber steht. Und das Einzige, was sein konnte, ist, dass ich die zweite Socke wieder mal fester gestrickt habe als die erste. Und das geht mir nicht ein, warum mir das immer wieder passiert, dass die zweite oft fester ist als die erste. Also vor allem bei solchen ganz normalen Stinos, ja, da ist kein Muster, nix. Und ich sollte mir doch irgendwie meinen Händen, sollten sich doch irgendwie merken, welchen Zug ich drauf habe, welche Spannung ich drauf habe, oder? Worauf kommt das an? Ist das Tagesverfassung, dass man einfach manchmal lockerer ist? Oder ist das der Gemütszustand? Oder ist bei der ersten Socke ist man dann noch entspannter und die zweite will ich dann einfach nur schnell fertig haben? Ich weiß nicht, geht es euch auch so manchmal? Also, das ist so ärgerlich. Und es fällt mir vorher nicht auf. Das ist das Problem. Ich merke das vorher nicht. Naja, dann habe ich herumgetüftelt, was tue ich? Weil, ja, die Person, die diese bekommen soll, ist eigentlich eine besondere Person. Und für die wollte ich eben besonders schöne Socken machen, eben zum Beispiel mit der verstärkten Ferse. Und ich habe dann gemerkt, okay, die Fußlänge ist eigentlich ziemlich gleich. Also man kann es so hintrimmen, dass es gleich aussieht. Ich bräuchte eigentlich nur den Schaft beim einen Fuß verlängern. Und dachte mir, na kein Problem, ich mache dann so wie bei der nachträglichen Ferse, ich mache einfach rundherum auf und stricke ein paar Reihen drauf und dann tue ich das Ganze mit Maschenstich wieder zusammennähen. Ja, gesagt, getan, es hat aber leider nicht so toll funktioniert. Also da sieht man es, da habe ich verlängert, ungefähr 2 cm wie gesagt. Und da seht ihr auch schon ein bisschen das Problem. Also gut, ich habe es jetzt dann nicht nochmal gewaschen und auf den Sockenblocker gespannt. Vielleicht würde das weggehen. Aber das Problem ist beim Greifen, ja, man fühlt hier einfach einen Wulst. Und ja, ich habe es fast zweimal gemacht. Also einmal die ganze Runde rundherum mit Maschenstich zusammengenäht und habe irgendwie den Übergang nicht gescheit geschafft, sodass es versetzt war und es sogar von außen, man hat gesehen, da stimmt was nicht. Ja? Und dann die Fäden vernäht und das war dann ja auch nicht richtig ordentlich. Und oben musste ich sie auch schließen, dort wo ich begonnen habe praktisch zu stricken, hinunter zu stricken. Und dort habe ich beim Vernähen unabsichtlich den zweiten Faden ganz kurz abgeschnitten, sodass ich da auch nochmal herumpfuschen musste. Naja, insgesamt sind da jetzt einfach viele, weil ich habe das untere dann auch nochmal aufgemacht und habe es auch nochmal versucht, nochmal den Maschenstich weiterzuführen und dann am Ende schön zusammenzukommen. Ja, also von außen ist es jetzt relativ ordentlich. Ich glaube, da sieht man nicht viel und wenn ich es waschen würde und nochmal spannen, würde auch dieser Knick vielleicht weggehen. Aber man spürt es einfach beim Draufgreifen und man sieht es einfach auch innen, wie viele Fäden da vernäht sind. Ja, da auch. Und es ist einfach ein, wie sagt man, ein Gewurstel, ein Geklumpe. Und ich glaube, es wird mir nichts anderes übrig bleiben, als noch einmal aufzumachen und das Ganze von unten nach oben nochmal neu stricken. Was zur Folge hat, dass ich es beim zweiten auch nochmal machen muss, weil sonst ist ja das Bündchen unterschiedlich. Ja, sonst sieht man ja, dass der Abschluss ein anderer ist. Ach ja, oder ich lasse es jetzt einmal so und stricke für diese Person nochmal andere Socken und die hebe ich mal für irgendwen auf.
sagen dir nicht so wichtig ist, dem das nicht so wichtig ist, dass das ordentlich ist oder der nicht so genau drauf schaut, ich weiß nicht. Naja, das ist ein bisschen schade und ich verstehe es einfach nicht, warum mir das so oft, also oft jetzt, bei den anderen ist mir eh nicht passiert, aber immer wieder doch passiert, dass die Socken so unterschiedlich werden. Und das ist wirklich, also, na. Obwohl es heißt, einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, aber so als so etwas als Geschenk, nein. Da würde ich mich auch wundern, vor allem weil das auch gleich da oben ist. Ja, vielleicht wird es unten weniger auffallen, aber ich glaube trotzdem. Naja, da ist ein bisschen was schief gegangen, aber so ist es halt. Und dann habe ich noch zwei Paar Socken fertig und jetzt werdet ihr euch gleich nicht mehr wundern, warum ich das in dieser doch relativ kurzen Zeit alles geschafft habe, weil die zwei sind diese hier, die zwei Paar. Also ja, die Babysöckchen für meine zukünftigen Enkelsöhne. Ja, sie sind noch immer zukünftig. Es lässt sich noch keiner blicken, es macht noch keiner Anstalten, obwohl einer jetzt schon überfällig ist eigentlich, aber naja, manchmal lassen sich die Babys einfach mehr Zeit. Ist eben so. Ja, auf jeden Fall, da kriegt jede Tochter für ihr Baby dann ein Paar und was sehr gut zu diesem ganzen Set dazu passt, von dem Klompe-Lompe süßer Fratz-Set, was ich euch auch schon ein paar Mal in die Kamera gehalten habe. Aber da fällt mir ein, das wollte ich euch eigentlich nochmal zeigen. Ich hole es nochmal kurz. Ja, es besteht ja jedes Set jetzt aus einem Mützchen und einem Jäckchen. Und dazu gehören dann eben diese Socken. Nur ich hatte nicht mehr genug von dem Grau, deswegen ist da ein grüner Rand. Aber ich glaube, das sieht auch ganz lieb aus. So ein bisschen jägermäßig. Und das andere, also die Wolle habe ich jeweils selbst gefärbt, das ist ja immer die Alpenwiese von Schmusewolle. Da hatte ich das letzte Mal ja noch keine Knöpfe drauf, darum zeige ich euch das jetzt nochmal. Dieses Jäckchen mit diesem Mützchen. Aber wie gesagt, die sind aus dem ersten Klompe-Lompe-Buch und heißen Süßer Fratz. Und dazu passen dann diese Söckchen. Da hatte ich auch nicht mehr genug von der bunten Wolle, deswegen. Aber wie gesagt, da ist ja das Grün eigentlich sowieso dabei, als Kontrastfarbe. Und zudem habe ich dann auch noch, die habt ihr glaube ich schon letztes Mal gesehen, auch diese Schüchen oder Söckchen gestrickt, die sind eben auch in diesem Muster. Und da habe ich dann noch diese Bändchen geknüpft, ich halte es mal groß in die Kamera. Die knüpft man aus zwei Fäden und man sieht es hier nicht so gut, aber da war ein grauer und ein grüner dabei. Und da wollte ich auch fragen, wer kennt denn das noch von euch, dass man mit zwei Fäden, so mit zwei Fingern und immer eine Schlaufe rausholt und dann anzieht und dann auf der anderen Seite die Schlaufe rausholt und hier anzieht, dass man so knüpft. Wer kennt denn das noch von euch? Habt ihr das auch in der Schule gelernt? Ja, also heutzutage, glaube ich, ich weiß nicht, ob die Kinder das noch schaffen würden, also so im Volksschul-, im Grundschulalter. Wir knüpfen zwar schon auch mit ihnen, aber nicht so, sondern entweder mit der Scheibe, mit so einer Pappendeckelscheibe, Kartonscheibe oder diese Freundschaftsbänder, wo man mit Dick so dann das auf den Tisch pickt und dann so die Knoten macht. Aber so, dass man beide Fäden in der Hand hält und immer eine Schlinge rausholt und die andere festzieht. Kennt ihr das noch? So habe ich das auf jeden Fall gemacht. Und da habe ich dann wirklich den letzten Rest grün verbraucht und vom Grau ist nur mehr ganz, ganz wenig übrig geblieben. Und das gehört eben auch noch zu diesem Set. Jetzt habe ich keine Wolle mehr davon. Genau. Also, das wollte ich noch kurz sagen. Und dann ist noch was fertig geworden. Und das ist auch von Edna. Ich habe euch ja letztes Mal dieses Paket gezeigt, was sie mir geschickt haben und wo sie mir Wollproben geschickt haben, damit ich ja, das ausprobiere und euch meine Meinung darüber sage, wo es auch diesen Rabattcode für euch gegeben hat. Der heißt Knit and Shine, also so wie mein Kanal, alles groß geschrieben.
Eine Zuschauerin hat angeblich Probleme damit gehabt und ich habe gemeint, sie soll es doch bitte noch einmal probieren und überprüfen, ob sie es wirklich richtig geschrieben hat. Und ich habe dann nichts mehr von ihr gehört. Also ich nehme mal an, es hat dann geklappt. Wenn nicht, dann bitte melde dich noch einmal, dann werde ich dort nachfragen, was da los ist. Aber vielleicht könnten mir auch die anderen Rückmeldungen geben, die über meinen Rabattcode, dass ich was bestellt habe, ob das geklappt hat. Ja, ihr bekommt übrigens bis zum 8. April noch 25%. Auf Wolle, also auf die Wolle und Garne. Das habe ich letztes Mal, glaube ich, falsch gesagt, wo ich gemeint habe, aufs ganze Sortiment. Nein, tut mir leid, das stimmt leider nicht. Ja, und die haben mir da Proben geschickt, unter anderem auch dieses Leinengarn. Ja, es war auf einem Strang, ich habe es jetzt schon gewickelt. Das ist die Yarbö-Lin. Ja, da kommt sie raus. Und das ist 100% Leinen und so greift sich's auch an. Also relativ störrisch, relativ paketschnurmäßig. Und als Anleitung hatten sie mitgeschickt so einen Einkaufssackerl oder ein Obstsackerl. Ja, und das schaut bei mir so aus. Also ich habe es genau nach der Anleitung gemacht und es passt auch Obst rein. Ich habe schon ausprobiert, also ein ganzer so ein Flaschenkürbis war drinnen und drei Bananen, zwei Äpfel, drei Orangen, geht sich alles aus, weil das ja sehr dehnbar. Entschuldigung. Sehr dehnbar ist. Und man macht da oben dann auch so eine Lochreihe, wo man dann so eine Kordel durchziehen kann. Und sie, das ist leider nicht gut beschrieben, finde ich, sondern einfach aus einem, wie steht es da? Kordel, zwei Fäden des Leinengarns miteinander verzwirbeln. Durch die Löcher fädeln und zusammenknoten. Natürlich kann auch ein Seidenband verwendet werden oder ein anderes passendes Band. Ja, zwei Fäden des Leinens ganz miteinander verzwirbeln. Wie lang sollen die sein? Und warum brauche ich zwei Fäden? Ich mache das mit einem und teile den dann in der Mitte. Und ich habe ihn sogar hier vierfach genommen und dann miteinander verkordelt, sodass es dann achtfach ist eigentlich. Es sieht dann so aus. Und es hätte länger sein können, denn ich glaube, die Öffnung wäre einfach noch ein bisschen größer geworden. Aber ja, ich habe es jetzt so probiert und ich wollte nicht nochmal was abschneiden. Ich habe es dann einfach hier so verknotet. Weiß ich nicht, ob man das auch schöner machen kann. Irgendwie. Ja, man kann es ja eben auf beiden Seiten rausziehen. Und ich denke mal, wenn ich es nur einfädig verkordelt hätte, dann wäre das irgendwie sehr, sehr dünn geworden und hätte dann bei einem bestimmten Gewicht wahrscheinlich ins Fleisch eingeschnitten. Ja. Also so sieht das jetzt aus. Ich habe es auch überlegt mit einem Lederband, das hätte ich aber wieder kaufen müssen und ich dachte, na, was da ist, das ist da, ich verwende das hier gleich. Ja, das ist relativ schnell gegangen. Also das ist ein Projekt für einen Abend, das geht ohne weiteres und das wird alles mit Fallmaschen gestrickt. Also ist ganz lustig. Man strickt eigentlich doppelt so viele Maschen und lässt die dann also man strickt von oben nach unten und lässt die dann hier fallen und hat deswegen dann da gleich viel weniger Maschen drauf und so wird das dann auch gleich kleiner. Und das Fallen lassen ist irgendwie ganz witzig, weil es eben so ein festes Material geht und das hört man dann so richtig rutsch, rutsch, rutsch. Und apropos hören. Das ist jetzt mein Übergang, den ich mir jetzt gar nicht so genau überlegt habe, aber ich denke mal, jetzt passt's. Ich habe euch letztes Mal ja was vorgelesen zu den Augen, ja, wie unsere Augen eigentlich toll geschaffen sind, dass wir Farben so wunderbar sehen können, was ja gerade uns Handarbeiterinnen ja auch sehr zugutekommt. Und diesmal habe ich mir gedacht, ich möchte gerne ein bisschen was übers Ohr erzählen. Wie das Ohr eigentlich wunderbar geschaffen ist und welche wahnsinnig tollen Funktionen unser Ohr eigentlich hat, also unsere Ohren, wir haben ja zum Glück zwei. Und da gibt es so viele Komponenten, so viele Bausteine
die da zusammenspielen, das würde den Rahmen heute wirklich sprengen und das wollte ich euch nicht antun. Aber ich wollte euch nur kurz etwas über die Ohrmuschel vorlesen. Und zwar wieder aus diesem Buch Faszination Mensch von Werner Gitt. Ich werde euch das auch unten verlinken. Und es geht, wie gesagt, um die Ohrmuschel. Ich halte euch mal kurz zwei Bilder rein. Da stehen ein bisschen mehr über diese Bestandteile der Ohrmuschel, aber hier sieht man dann das Wichtige, nämlich die zwei Hörgänge. Und da lese ich, oder Schallwege steht eigentlich da, da lese ich euch mal kurz was vor drüber. Die menschliche Ohrmuschel ist von besonderer Schönheit und unverwechselbarer Gestalt. Sie ist ein schwungvolles Relief aus Erhebungen und Vertiefungen, Rinnen und Wülsten, Vorsprungen und Einbuchtungen, die dennoch bei jedem Einzelnen etwas anders ausfallen. Die Bedeutung dieser komplizierten und schönen Strukturen ist erst seit wenigen Jahren enträtselt worden. Sie spielen eine wesentliche Rolle beim Hörvorgang. Also auch die Muschel, die Ohrmuschel, die äußere, hat eine sehr wichtige Aufgabe beim Hören. Der Schall wird von der Ohrmuschel auf zwei verschiedenen langen Wegen zum Gehörgang geleitet. Also das ist, was ich eben da gezeigt habe. Ja, Gehörgang 1 und Gehörgang 2. Und man kann das eigentlich ganz gut hier sehen. Schallweg, warum sage ich immer Gehörgang? Schallweg. Die beiden unterschiedlich langen Strecken bewirken, dass der Schall über den längeren Weg eine 5.000stel-Sekunde später eintrifft als über die kürzere. Bei einer Schallgeschwindigkeit von 330 Meter pro Sekunde entspricht das einem Umweg von 6,5 Zentimetern. Diese Schallverdopplung dient, nicht zu verwechseln mit dem zeitversetzten Schalleintritt bei beidohrigem Hören, einer verfeinerten akustischen Analyse, ohne die der Mensch nicht auskommt. Wir verfügen somit über eine dreidimensionale Schallanalyse, die es uns erlaubt, Richtung, Ursprungsort und Bewegung von Schallquellen in allen Raumebenen zu erkennen. Die sprachliche Kommunikation erfordert höchste Ansprüche, da Ort und Bewegung eines sprechenden Menschen und alle komplizierten Schallsequenzen der Sprache genauestens aufgenommen werden müssen. Mit den zwei Schallwegen auf jeder Ohrseite verfügen wir quasi über vier Ohren. Und das Geniale dieser ausgeklügelten Konzeption besteht nun darin, dass wir subjektiv weder eine Schallverdopplung noch eine Vervierfachung wahrnehmen, sondern wir hören die Geräusche, die Töne, die Sprache einfach nur so gut. Darwin veröffentlichte 1871 sein Buch Die Abstammung des Menschen und die geschlechtliche Zuchtwahl und fällte darin ein vernichtendes Urteil über das äußere Ohr des Menschen. Seine Vertiefungen und Erhebungen seien ohne Sinn. Das Höckerchen am äußeren Rand der Ohrmuschel ist als Darwinsches Ohrhöckerchen in die Literatur eingegangen. Also gemeint ist damit, dass manche Menschen hier ein mehr oder weniger starkes, also alle Menschen haben es, bei manchen ist es stärker ausgeprägt, bei mir einfach weniger, dass hier ein Höckerchen ist. Bei einer meiner Töchter ist das wirklich stark ausgeprägt, so ein richtiges Zipfelchen. Und das Höckerchen am oberen äußeren Rand der Ohrmuschel ist als Darwinsches Ohrhöckerchen in die Literatur eingegangen. Generationen von Forschern glaubten, ungesehen der Darwinschen Deutung, eines Beispiels von Degeneration. In Wirklichkeit handelt es sich bei dem Faltenlabyrinth der Ohrmuschel, wie gesagt, um eine schöne genetisch vorgeschriebene Struktur, wodurch dem Gehirn das gleiche Signal eine 5.000stel Sekunde später noch einmal zugesandt wird. Effektiv ist es so, als ob der Mensch vier Ohren hätte. Zwei etwas höher und zwei etwas tiefer am Kopf liegende. Durch dieses raffinierte System ergeben sich für die Auswertung im Gehirn sechs Vergleichswerke. Zwei zwischen dem oberen und dem unteren Ohr jeder Seite, zwei zwischen dem oberen und dem unteren Ohr der gegenüberliegenden Seiten, sowie je eine zwischen den beiden unteren und den beiden oberen Ohren.
Dies alles wird im Gehirn blitzschnell zu einem räumlich gegliederten Schallbild der Umgebung verrechnet, sodass eine äußerst verfeinerte Analyse des Gehörten ermöglicht wird. Dieser Konstruktion haben wir auch die staunliche Fähigkeit zu verdanken, einige Geräusche in den Hintergrund zu drängen und andere bewusst herauszuheben. Also ja, ich finde das schon sehr faszinierend, wie durchdacht so ein Organ gebildet ist, wie kompliziert es aufgebaut ist. Und wie gesagt, das ist ja nur ein kleiner Teil des Ohrs. Ja. Es wird in diesem Kapitel werden noch viele, viele andere Organe und Membrane und ja, der ganze Bauplan des menschlichen Ohrs beschrieben und erklärt, und man kommt wirklich aus dem Staunen nicht mehr heraus. Also da ist nochmal kurz eine Abbildung all der anderen Bauteile. Und ja, dass wir auch so, also einen riesigen Bereich hören können, von ganz leise bis extrem laut, von ganz niedrig bis extrem hoch, und das in allen Einzelheiten unterscheiden können. Und wir können auch dazu die Richtung und sogar die Bewegung dieser Schallquelle feststellen. Also es ist wirklich, wirklich fantastisch, und alle, die gute Ohren haben, können wirklich nur sehr dankbar sein und ja, versuchen, sich dieses Organ auch wirklich sehr lange zu erhalten und es eben nicht oft sehr starken Lautquellen auszusetzen. Ja. Genau, also das wäre mein Ausflug gewesen heute ins Christentum eigentlich auch, in die Bibel, weil ja, ich eben an diesen biblischen Gott glaube, an diesen Schöpfer. Und dass nichts dem Zufall überlassen wird, weder wie wir aussehen, wie wir gebildet sind, noch dem, was heute passiert. Auch ja, wenn es manchmal nicht so schön ist. Und ja, das ist ein anderes Thema, ein anderes Kapitel. Da möchte ich auch nochmal drüber sprechen. Aber jetzt kommen wir mal zurück zum Strickigen, denn ich habe euch zwar jetzt alle fertigen Projekte vorgestellt, aber noch nicht dem, was dann noch in meinen Taschen ist. Apropos Taschen, da hat mich ja auch eine Zuseherin das letzte Mal gefragt oder schon vor zwei Sendungen in den Kommentaren gefragt, wo ich diese Taschen hier habe und wie die funktionieren und so. Also da muss ich gleich mal dazu sagen, ich habe sonst eigentlich keine Projekttaschen in dem Sinn, dass jedes Projekt bei mir in einer eigenen Tasche ist. Und ich muss sagen, ich beneide teilweise auch die Strickerinnen oder Podcasterinnen, die so viele schöne Taschen haben und die man dann alle so schön irgendwo drapieren kann und sich an diesen tollen Mustern und Farben erfreuen kann. Das habe ich hier leider nicht. Ja, also meine zwei Taschen, ich finde sie nicht schön. Ich finde sie eigentlich nur praktisch und ich verwende sie in der Angelung anderer Projekttaschen, wobei ich mir schon überlegt habe, ob ich das nicht auch beginnen möchte, diese Projekttaschen zu sammeln. Selber nähen, weiß ich nicht. Naja, die könnte man sich ja auch immer wieder mal wünschen oder kaufen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich wüsste gar nicht, wohin damit. Ja? Also, ja, ich könnte sie vielleicht so schön aufstellen, da der Couch entlang. Hier, möglicherweise wäre das eine Möglichkeit. Ich zweifle aber stark daran, dass das meinem Mann gefällt. Und da er auch ja, jeden Tag auf dieser Couch sitzt und sie sieht, bin ich mir unsicher, ob er das möchte. Also ich glaube, ich eher nicht. Und irgendwann einmal ganz am Anfang von meinem Podcast habe ich ja gesagt, ich möchte nicht mehr Projekte haben, als in eine dieser Taschen gehen. Das funktioniert leider auch schon lange nicht mehr. Denn irgendwann, kurz darauf, hat mir mein Mann eine zweite Tasche geschenkt und ich habe sie lange nicht verwendet, aber dann, ja, wurde es in der einen Tasche zu eng und dann musste die zweite auch her. Und jetzt stehen eigentlich immer zwei große Projekttaschen hier mit sämtlichen Projekten drin. Ja, jetzt sind wirklich alle drinnen, die ich gerade habe, egal ob WIPs oder UFOs, wobei es glaube ich nur ein UFO ist. Aber ja, und das möchte ich euch jetzt kurz mal zeigen, deshalb werde ich die Kamera jetzt da vom Stativ nehmen. Ja, so, da ist jetzt leider
gerade irgendetwas schief gegangen und ein ganz großer Teil von dem, was ich euch erzählt habe, ist nicht aufgenommen worden. Und ja, man sieht es vielleicht auch jetzt an den geänderten Lichtverhältnissen, obwohl die jetzt sogar besser sind als vorhin. Aber naja, ich wollte euch gerade eben die Projekttaschen zeigen und ich denke, dass ich auch über die Projekte gesprochen habe, die ihr schon kennt. Und diesen Teil werde ich jetzt nochmal wiederholen. Und ich hoffe, dass ich da jetzt dann nichts vergesse, beziehungsweise vielleicht etwas doppelt sage. Und falls doch, dann bitte verzeiht es mir. Also es geht zuerst mal um diese beiden Projekttaschen. Und da werde ich da jetzt die Kamera jetzt mal da entfesseln und euch mal zeigen, wie die beiden hier stehen. Ja, also der Anblick ist halt nicht sehr hübsch und wenn Gäste kommen, räume ich sie auch weg, weil sie jetzt nicht so toll aussehen, finde ich. Aber immerhin, sie sind praktisch und das ist ja das Wichtige. Und ich werde mich jetzt mal so hinsetzen und euch diese, das ist die ältere Projekttasche, einmal etwas näher zeigen. Wie ihr seht, die hat keinen Deckel, aber hier einige Innenfächer und auch einige Außenfächer. Hier habe ich noch ein paar Banderolen drinnen. Gehen wir mal außen rundherum. Maschenmarkierer. Knöpfe. Hier habe ich die beiden Schaugu-Nadelsysteme mit den kurzen Rundstricknadeln. Und da gibt es nochmal so Maßtabellen. Und ein allerwichtigstes Schachtelchen mit Nadeln, Maschenmarkierern, Scheren und so weiter. Und hier sind nochmal Maßbänder versteckt. Und dann, wenn man von oben reinschaut, sieht man, dass da wirklich schon relativ viel Platz ist. Da haben einige Projekte Platz. Die werde ich euch dann eins nach dem anderen noch vorstellen. So, das war nämlich auch gerade vorhin der Fehler, dass ich die Kamera irgendwie zu schräg, zu senkrecht mit dem Kopf nach oben, nach unten, wie auch immer, gedreht habe. Und zur anderen Tasche, da ist eben ein Deckel. Sogar ein doppelter Deckel, der einfach, ich glaube, ursprünglich dazu dienen sollte, dass wenn man hier Wolle drinnen hat, dann kann man das durch diese Ösen, durch diese Löcher durchführen und könnte hier die Wolle dann rausholen. Ja, durch diese Löcher hier. Ich habe das aber anders verwendet, indem ich da auch noch einiges an kleinen Zeugs drinnen habe. Und wenn wir wieder außen rundherum gehen, dann ist das jetzt ein ganz besonders wichtiges Fach für mich. Da habe ich nämlich einerseits meine Nadelspiele, also nicht alle, ich habe noch welche im Keller, aber die ich so ab und zu halt brauche, meine Nadelspiele, meine kurzen, ganz kurzen und Zopfnadeln. Und dann hier in so drei Säckchen, ein ganzes Säckchen hat diese Bambus Crazy Trios. Ein Organza-Säckchen hat die Metall-Trios bzw. kurzen Sockenwunder, Grundstricknadeln. Und dieses Plastiksackerl hat noch die anderen Nadelspitzen für die ganzen Seile. Und auch eine Zopfnadel ist da noch drin. Ja, das sind jetzt auch noch Möglichkeiten für mehr Häkelnadeln. Da brauche ich aber eigentlich weniger. Und die Zipferschlüsse funktionieren eigentlich relativ gut und lassen sich teilweise auch mit einer Hand bedienen. Jetzt gerade nicht. Gut, dann nicht. Und das ist das große Fach des Grauens. Hier sind nämlich alle meine, also alle auch nicht, ein Teil, ein großer Teil meiner Rundstricknadeln und Seile drinnen, die ja, ich immer wieder entwirren muss und ja, kontrollieren muss. Aber auf jeden Fall, ja. Das sind die, die ich meistens verwende und da kenne ich eigentlich die meisten, also ich weiß schon bei den meisten, wenn ich sie nur so sehe, welche Nadelstärke das ist. So, dann mache ich das zu. Und hinten ist auch noch ein Fach, da ist nochmal einiges an Kleinzeugs drinnen, eine große Schere, eine Schneiderschere und einmal eine
ein Sockenkompass. Und wenn man von oben reinschaut, sieht man, da ist wirklich auch wieder viel Platz für... Ja, genau, das war es jetzt wieder, was er nicht mag, wenn ich von oben nach unten filme. Dann schaltet sich die Kamera aus. Aber wie gesagt, so stehen meine beiden Taschen hier. Nicht schön, aber praktisch. Und dann machen wir mal weiter damit. Ich glaube, ich habe euch eben alle Projekte gezeigt, die ihr schon kennt. Und das werde ich jetzt mal versuchen zu wiederholen. Also, einerseits ist es die Temperaturdecke von Edna. Vielleicht mache ich es jetzt nicht ganz so ausführlich wie vorhin, weil, wie gesagt, eben, ich muss meine Stimme ein bisschen mehr schonen. Dazu habt ihr ja ohnehin schon viel gehört und die wächst jeden Tag ein bisschen. Also ich bin mit dem vorgestrigen Tag aktuell. Das war eben vorgestern und da geht es zurück dann Anfang März und Ende Februar. Und da sieht man, das waren die wärmsten Tage bis jetzt. Das muss so gewesen sein um Anfang März, ja. Da hatten wir schon 19, 20 Grad, das ist dieses Hellgrün. Und dieses Türkis ist dann so 17, 18 Grad. Und so meistens haben wir so Tageshöchsttemperaturen von 14, 15, 16 Grad. Ja, und wenn man sich vorstellt, dass diese Reihe da jetzt da weiter raufkommt, also das ist ja die Ecke hier, und diese Reihe, wo ich gerade bin, kommt dann bis daher, dann auch weiter. Das ist dann das, damit ist die ganze Breite der Decke erreicht. Ich zeige es euch jetzt leider übrigens verkehrt. So sind wir. Also das obere Teil und dann noch ein bisschen mehr. Dann haben wir die Breitseite erreicht und das sind dann schon, glaube ich, an die 1,80 Meter. Also wird die ganz schön groß. Ja, und da habe ich ja mir von der Grundfarbe, von der Umrandungsfarbe, diese da ja schon welche nachbestellt, die mir Edna großzügigerweise zur Verfügung gestellt hat, wie ich euch schon letztes Mal erklärt habe. Ja, ihr könnt ja nach wie vor, ich weiß nicht, habe ich das jetzt schon gesagt vorhin, bei Edna weiterhin mit meinem Rabattcode bestellen. Damit kriegt ihr 25% und der Rabattcode heißt einfach Knit & Shine, großgeschrieben, so wie mein Kanal. Ja, und es ist die gleiche Farbe, aber leider eine andere Partie und man sieht eindeutig, dass das dunkler ist als das. Und jetzt ist meine Frage, wo ich denn das dann verwenden soll. Soll ich es mittendrin, also soll ich jetzt schon versuchen, das sozusagen auf die Art wie einzufäden oder soll ich zuerst mit dem Hellen weitermachen, solange bis ich nichts mehr habe. Und ich glaube, ich habe nur mal zwei Knäuel davon und dann praktisch nur mal mit dem weitermachen. Weil es kommen ja dann im Sommer eher diese Orange-Rot-Braun-Töne, da passt das vielleicht ohnehin besser. Wobei, wenn ich dann bei diesem Farbton bleiben muss bis zum Schluss, dann habe ich ja wieder die Grün- und Blau-Rosa-Töne zum Schluss, auch mit dem. Was meint ihr, soll ich es abwechselnd machen oder blockweise? Zuerst das Helle und dann das Dunkle. Würde mich interessieren, oder hat jemand das auch so, dieses Problem, macht da wer mit und hat auch diese Cecilia-Wolle? Wolle ist es ja eigentlich keine, es ist ein Garn. Es ist ja Baumwolle, Leinen und noch irgendwas. Steht da jetzt noch? 53% Baumwolle, 33% Viskose und 14% Leinen. Genau. So, was ihr da auch noch kennt, ist mein Anemone-Pulli. Der ist ja aus diesem Buch von Annette Danielsen. Inspiriert von der dänischen Insel Fünen und ich habe mir ja da ausgesucht den Kanonenpulli, Kanonen für den König heißt er, die Kanonen des Königs, weil hier ein paar Noppen gestrickt werden, nämlich hier und da, also da ist immer so eine Zunahme, Lochmusterreihe und dann kommen jeweils am Ende drei Bobbeln dran. Und das hat mir nicht gefallen. Ich habe es ohne Kanonen gestrickt und deswegen heißt mein Pulli auch keine Kanonen. Ah, das ist jetzt ein anderer. Entschuldigung, eigentlich war ich beim Anemone. Aber jetzt sind wir bei dem. Gut, den kennt ihr ja auch, den keine Kanonen.
Der sieht jetzt bei mir so aus. Also ich stricke ja den Bund aus drei verschiedenen Knäueln von Fernerwolle, die Lungauer Sockenwolle, einmal in diesem, einmal im dunkleren und einmal in mehr blaugrün. Und ich mache da so eine Art Fade, das heißt, ich will langsam von einer Farbe in die andere übergehen. So, ich habe mir jetzt einen Hustenzucker genommen. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch und nicht so störend. Ja, dann kommen wir jetzt wirklich zum Anemonenpulli. Der ist ja aus diesem Buch. dieser da. Da ist nicht viel weitergegangen, weil ich da auch ziemlich viel wieder aufribbeln musste, weil ich einen Fehler gemacht habe, den ich erst 10, 15 Reihen später bemerkt habe. Ja, also der ist nicht viel gewachsen, aber er wird schön und es wird ein Sommerpulli und ich brauche mich dabei nicht stressen. Der wird schon fertig werden irgendwann und schon langsam. Was bei diesem Muster mir so auffällt, ist eigentlich, wie schön es wird, denn ich stricke hier die linken Maschen osteuropäisch. Man sagt auch Combined Knitting, wobei ich gar nicht wirklich verstehe, was das Kombinierte sein soll. Natürlich muss ich es mit den rechten Maschen kombinieren, die ich dann so stricke, wie ich sowieso stricke, aber manchmal muss ich es auch von hinten nehmen und das macht aber eine osteuropäische Strickerin, denke ich auch. Aber es hat zum Vorteil, dass einerseits die linken Maschen sehr schön klein sind und andererseits auch die Löcher sehr gut, also auf beiden Seiten nämlich rauskommen. Oft war es ja bei mir so, dass die Löcher, wenn ich zuerst das Loch gestrickt habe und ich glaube dann die Maschen zusammengestrickt habe, dass das Loch dann irgendwie verkleinert hat oder umgekehrt. Egal, aber ich glaube, es ist einigen von euch auch so gegangen. Aber hier ist das eben nicht so. Die Löcher werden schön groß auf beiden Seiten und die linken Maschen eben klein. So, ich hoffe, man hört das nicht so arg. Aber ich werde auch versuchen, da jetzt ein bisschen flotter zu sein. Wo auch nur ein bisschen weitergegangen ist, ist ja O'Wrap Cardi, den ich ja aus dieser Bouclé-Wolle stricke, wo ja, das dann so eine Wickeljacke wird mit Gürtel eigentlich. Ja, aber insgesamt habe ich jetzt doch schon ganz schön viel. Und hier bei diesen Maschenmarkierern, bei diesen beiden Rosanen muss ich jetzt wieder zunehmen. Und da sieht man alle Zunahmen, die ich schon gemacht habe. Das sind bis jetzt 10 und ich muss aber insgesamt 28 Mal zunehmen. Das heißt, jedes Mal in jeder zweiten Reihe vor und nach dem Maschenmarkierern eine Masche zunehmen. Und ich bin dann hier praktisch schon in der Hüfte und nehme hier zu. Das heißt, das werden dann eher so Fledermausärmeln. Nehme ich mal an. Gut, das kennt ihr. Der Anemone-Pulli, das habe ich gezeigt. Und ich glaube, alles andere kommt dann jetzt. Kennt ihr nämlich noch nicht. Oh ja, nein, noch die Jacke für meinen Mann. Aber das ist jetzt auch kein großer Unterschied zum letzten Mal. Ich zeige halt jedes Mal, auch wenn ich nur ein bisschen gestrickt habe, ich zeige es halt nur kurz, damit ihr seht, das ist nicht in Vergessenheit geraten, das ist nach wie vor ein Work in Progress und es lebt in meiner Tasche und ich habe wieder eine Verzopfung mehr gemacht, glaube ich. Die wächst auch langsam, aber stetig. So, und ich denke, ich bin jetzt dann in meinem Video übergegangen auf die Linkshändigkeit und das kommt jetzt dann und dann kommen die Projekte, die ihr noch nicht kennt. Zu den Projekten, die ihr jetzt noch nicht kennt hier. Da habe ich mal wieder ein paar Socken. Das ist ein paar Socken aus diesem Buch Mismatched Socks. Und zwar habe ich da jetzt begonnen, dieses Exemplar zu stricken. Das heißt hier Blütenringel und das, in dem Buch geht es ja immer darum, dass man zwei, drei oder sogar vier Socken strickt, die ähnlich sind, aber doch nicht gleich. Und da haben wir eben zwei, die so zusammengehören, man sieht das, aber sie sind nicht gleich. Und da habe ich eben diese mal begonnen. Ich habe so ähnliche Farben gehabt und auch verwende also dieses Pink.
und Orange. Dann haben wir hier so ein Taubenblau und ein Naturweiß. Also das ist das Orange, das ist Lana Grossa, das ist ein Neos-Orange. Das Pink war von Hofer. Das Weiß hatte ich schon mal verwendet, das dürfte auch eine Meilenweit gewesen sein. Und das ist eine Jawohl. Genau, und die vier Farben verstricke ich hier zu diesem Muster. Ich verwende beim Colorwork bei den Socken immer Dreiernadeln am Schaft. Ja, unten ist es egal, aber am Schaft verwende ich Dreiernadeln, damit das wirklich dehnbar genug ist. Den Rest stricke ich mit 3,5. Hier habe ich auch eine Bumerang-Ferse gestrickt. Und dann strickt man eben hier diese Ringel. Wobei ich sagen muss, dass ich eigentlich überrascht bin, dass man den runden Übergang hier bei den Ringeln relativ wenig sieht. Das sind ja immer nur zwei Maschen. Das heißt, man kann dann nicht so schummeln, dass man in der ersten Reihe eine Reihe tiefer sticht bei der ersten Masche, weil da bleibt dann nur mal eine Reihe über und das zieht sich furchtbar zusammen. Aber im Großen und Ganzen, finde ich, sieht man den Reihenübergang gar nicht so schlimm. Vor allem denke ich dann, wenn es gewaschen ist und wenn ich vielleicht auch noch manche Maschen ein bisschen rüber zuppel. Man macht hier am Anfang ein kleines Rollbündchen und dann ein 1:1 Rippenbündchen. Ja, und das macht auch Spaß. Die werden auch hoffentlich bald fertig sein, auch die zweite. Und das ist mal ein bisschen Abwechslung, also nicht nur die ganz normalen Stinos, die werden schon ein bisschen langweilig jetzt, aber ab und zu mal was anderes, das geht. Und dann habe ich hier aus der Wolle von Edna probiert. Ich habe mir ja bestellt, beziehungsweise sie haben mir angeboten, sie würden mir noch etwas zur Probe schicken und das war dann dieses Tencel Blow. Und da wollte ich, Moment, wo habe ich denn jetzt? Ah, da liegt es eben. Da wollte ich ursprünglich ja für meine Enkelin diese Jacke stricken. Und dann bin ich schon mal darauf aufmerksam geworden, dass das hier eigentlich ziemlich weit aussieht. Und so, als ob es leicht über die Schultern rutschen könnte. Und als ich dann die anderen Fotos gesehen habe, ja, diese zum Beispiel, oder da, ja, es rutscht leicht über die Schultern und das finde ich irgendwie unpraktisch. Naja, und dann habe ich es mir so ein bisschen näher angesehen, die Anleitung, und habe festgestellt, dass das ganze Ding furchtbar weit werden würde. Also nicht nur oben, sondern auch um die Hüfte. Und ja, also ich müsste eine Größe, glaube ich, stricken für 2 bis 4 Jahre und sie wird aber jetzt schon 6 und auch das wäre noch zu weit. Ja, dann habe ich es eigentlich mit dieser Anleitung sein lassen und bin auf Ravelry, auf die Suche gegangen in Ravelry und auch fündig geworden und habe eine Anleitung gefunden, die mir ganz gut gefallen hat und die auch zu den zwei Farben gepasst hat. Also ich habe einerseits diese Farbe und andererseits ein Weiß bestellt und mache jetzt daraus, oder will daraus machen, ich bin mir auch noch nicht hundertprozentig sicher, den Lightbox von Danny Sunshine. Lightbox heißt der Pulli, der Kinderpulli. Ja, jetzt zeige ich euch das, das ist nicht so spiegelt, so vielleicht. Genau, also man sieht die zwei Farben, die blockig auseinandergesetzt sind und mit diesen Chevron-Zickzack-Linien in der Mitte. Und auch an der Schulter ist ein nettes Detail, auch so eine Zickzacklinie an der Schulter. So, ja. Also wie gesagt, der hätte mir gut gefallen und den habe ich auch begonnen. Und da bin ich auch sehr weit runtergegangen in der Größe. Ich weiß nicht genau, aber ich stricke jetzt wieder eine relativ kleine Größe, weil auch da meine Maschenprobe so groß ist. Also so sieht das jetzt aus und ich glaube, ich habe da jetzt 17 oder 18 Maschen auf 10 cm und in der Angabe wären es 20. Ich kann das aber nicht dünner, also nicht fester stricken mit dünneren Nadeln, das wird mir einfach zu fest, dieses Ding. Und ich finde es so schon grenzwertig, also ich hätte es eigentlich lieber noch ein bisschen flauschiger gehabt. Und deshalb zweifle ich dann. Also
Die kleine Max eher dünner und nicht so warm. Und ich glaube, jetzt für die kommende Jahreszeit ist das wahrscheinlich eh nichts für sie. Also möglicherweise dann für den Herbst. Ob ich es jetzt weiter stricke auf diesen Nadeln oder ob ich es nochmal aufmache und auf noch größeren Nadeln stricke, weiß ich nicht. Ich komme jetzt auf einen Umfang von, sind, ich glaube, von 80 cm und sie hat einen Brustumfang von 54. Also auch das wäre schon sehr, sehr oversizig und jetzt auf jeden Fall noch zu groß. Ja. Schauen wir mal. Wenn, dann müsste ich noch kleiner stricken und ich glaube, kleiner geht gar nicht nach der Anleitung und irgendwie muss man sich ja doch an die Maschenanzahl halten, damit ich diese Zickzacklinien dann so hinkriege und ich muss es sowieso gleich ganz anders stricken. Naja, das ist ein bisschen noch, obwohl mir die Wolle so gut gefällt und sie sich auch eigentlich sehr weich angreift beim Stricken hier mit den Vierernadeln, bin ich nicht überzeugt, ob das wirklich so sich gut anfühlt. Vielleicht sollte ich es mal waschen. Dann habe ich wieder das Problem, wenn es gewaschen ist und ich will es auftrennen, dass es sich so kräuselt und ich das wieder waschen muss. Aber gut. Und jetzt zum letzten Projekt, was mir auch viel Spaß gemacht hat und wo ich auch sehr viel dran gestrickt habe. Und zwar muss ich da ein bisschen ausholen, habe ich einerseits die neue Anleitung von Jorge Locatelli gesehen, den Evanescence. Moment, ich zeige euch dann auch noch mal kurz. Der, das ist so eine, ach, jetzt bin ich ganz raus aus Ravelry. Das ist auch so eine, das ist so ein langer Strickmantel eigentlich, der aus 5 verschiedenen Farben von lauter Mohair Garnen gestrickt wird. Schauen wir mal, ob da was kommt. Genau, da sieht man ihn. Vielleicht habt ihr es auch gesehen. Ja, also eben so ein langer, feiner Strickmantel. So spiegelt es am wenigsten, mit einem Lochmuster. Und mir hat das gut gefallen, dass verschiedene Mohair-Farben miteinander kombiniert werden, indem man sie immer einzeln in Streifen strickt und dann kombiniert mit der nächsten Farbe. Und dann wieder die nächste Farbe einzeln und dann wieder kombiniert mit der nächsten Farbe. Und andererseits habe ich schon seit vielen Jahren jetzt die Reste von vielen Mohair-Wollen gesammelt und wollte die jetzt auch mal verbrauchen und habe mir gedacht, ja, das ist das passende Projekt. Allerdings wollte ich nicht so einen langen Strickmantel und habe mir dann einfach einen Rundpassenpulli ausgedacht. Aber ich habe das Lace-Muster von dort genommen. Das Lace-Muster gibt es hier zwar nur in einer Größe, aber man kann das leicht verkleinern oder vergrößern. Und das habe ich auch gemacht, indem ich am Anfang kleiner geworden oder geblieben bin mit dem Lace-Muster und es dann als Zunahme vergrößert habe. Und ja, dann zeige ich euch mal das kurz. Das ist der Rundhalsausschnitt. Und hinten sieht man auch wieder, dass ich verkürzt reingestrickt habe und dann mit dem Lace-Muster begonnen habe. Und dann, je nachdem, wie viel ich von dieser Wolle, von dieser Farbe gehabt habe, ups, da schlüpft mir schon das Band raus. Das ist so glitschig hier. Habe ich ein paar Maschen, muss ich ein paar Maschen wieder auffangen. Ja, und je nachdem, ich von einer Leswolle gehabt habe oder von einem Kit Mohair oder von einem, wie heißt das nochmal, von Drops, die Brushed Alpaca Silk, habe ich dann die Streifen gestrickt. Und ihr seht schon, da oben ist auch noch was Glitzeriges drinnen. Ich weiß nicht, ob man das erkennt. Nein, leider nicht, aber ein bisschen. Ja. Und dann geht es eben über auch noch in Blau und Lila. Und ich habe jetzt auch noch, wie gesagt, Rot, Pink, Braun, Beige und auch dieses
und gefärbte, auch von Nana Grossa, aber mit verschiedenen Farben auch. Ja, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie ich weitermachen werde. Dieses Lila, dieses dunklere von den beiden Lila-Tönen, das da, habe ich dann auch selbst gefärbt, weil mir diese Farbe irgendwie gefehlt hat. Und habe sie dann mit dem helleren Lila kombiniert. Und ich denke, dass dieser Streifen aber jetzt zu breit ist. Ich glaube, ich werde da wieder ein bisschen was aufmachen. Oder ich mache das Ganze nochmal auf und nehme einmal das Dunkellila, nur doppelt, aber unifarben. Nur das Dunkle ein Stückchen und dann mit dem Hellen kombinieren und dann das Helle allein. Und dann könnte ich übergehen in Beige, in Orange, Rot, Pink oder wie auch immer. Auf jeden Fall hat das, ja, bin ich da schon recht weit eigentlich. Und der wird jetzt nicht wahnsinnig weit. Der ist ziemlich passgenau. Aber wie gesagt, den habe ich dann eigentlich ohne Anleitung. Ich habe 108 Maschen einfach aufgenommen und dann mit den verkürzten Reihen und Zunahmen und im Lesmuster zugenommen. Ja, bis ich mir gedacht habe, okay, das passt jetzt hier. Dann habe ich die Ärmel abgeteilt, wobei die Ärmel auch nicht wahnsinnig weit sind. So, aber ich denke, das wird dann schon passen. Und ja, ich glaube, der wird auch ganz, ganz süß und vielleicht jetzt auch noch so ein Übergangsteil. Aber wie gesagt, Mohair ist ja auch ziemlich warm und man braucht eigentlich schon was drunter, weil das Lochmuster schon großzügig ist und man da auch durchsieht. Ja, ihr seht meine Hand. Ja, und das ist, glaube ich, jetzt alles, was ich hier habe. Und ich hoffe, dass die Kamera jetzt die ganze Zeit funktioniert hat und mir jetzt nicht irgendwas rausgeschnitten hat, was kurzfristig nicht aufgenommen hat. Muss ich mal überprüfen, ob das alles gut geworden ist und oder ob ich da jetzt den mittleren Teil, was ich fast fürchte, jetzt nochmal aufnehmen muss. Aber schauen wir mal. Ja, bin ich am Ende angekommen und ich glaube, auch mit der Stimme sollte ich jetzt schon langsam Ruhe geben. Und ja, werde das jetzt noch für euch schneiden und dann auf den Weg schicken in die Weiten des Internets. Und ich hoffe, es gefällt euch wieder. Ich hoffe, ihr habt neue Ideen gefunden und ich hoffe, ihr könnt mir auch meine Fragen beantworten. Ja, freue mich auf eure Kommentare, auch wenn es jetzt keine Fragen sind zu beantworten, sondern einfach so. Freue mich immer, wenn ihr mir was Nettes schreibt. Und Daumen hoch natürlich, sind auch ganz wichtig. Und ja, ich hoffe, dass das nächste Mal jetzt nicht mehr so lange dauern wird und dass ich mich in 2 Wochen wieder melden kann, auch mit der freudigen Nachricht, dass Enkelkind Nummer 3 und 4 auf die Welt gekommen sind. Ja, also ich wünsche euch ein schönes Wochenende und viel Strickzeit und viel Gesundheit und Gottes Segen. Baba!